Rote Rosen-Vorschau Folge 3430. Michi erfährt, dass seine Schwester bei der OP sterben könnte und hadert mit der Entscheidung. Florian und Anke sehen sich hingegen mit der Frage konfrontiert, was mit ihnen passiert, sollte Katrin aufwachen. Als Mia ihren Onkel Michi an den Lebenswillen von Katrin erinnert, unterschreibt dieser die Einwilligung in die OP. Jens, Mona, Paul und Tatjana hören auf den Ruf des Universums und beschließen, gemeinsam nach Bremen zu ziehen, die über Katrins Leben entscheidet. Johanna erfährt von der Hochzeitplanung und auch, dass Paul keinen Trauzeugen hat. Sie versucht, Thomas für diesen Part zu gewinnen, aber der ist zunächst mal skeptisch. Er weiß, welche Verantwortung auf ihm lastet. Hendrik übt für die wichtige Operation. Merle hat beschlossen, ihre eigene Partei Lünenatur zu gründen und freut sich, Dörte, Thomas und Sarah als Gründungsmitglieder zu gewinnen. Gunther steht kurz davor, endlich das Hotel zurückzubekommen. Aber die Staatsanwaltschaft stoppt die Prüfung von Gregors Nachlass, das Hotel kann nicht von Carla überschrieben werden.